Und das wird hier das Marathon-Match. Wir beide. Darek, Aufschlag. Aufschlagspiel dauert hier ungefähr gefühlte halbe Stunde. Die kämpfen wie die Löwen, die zwei Hasen, alten Säcke. Sich jetzt langsam. Will ein bisschen Adrenalin in seinen Körper pumpen wahrscheinlich. Ja, jetzt. Hier sich pushen. Erster Aufschlag fehlt. Aber das kann auch die Kraft, die Konzentration. Was ist das? Zu kurz! Kämpft sich! Scheiße! Richtig, er kämpft sich hier in das Match. Tischtennis, verdammte Mist. Der Darek. Er pusht sich jetzt hier rein. Der will es jetzt hier. Über seinen Kampfgeist drehen und ins Finale einziehen. Ich hatte ein gutes Gefühl. Gerade sage ich noch, kein erster Aufschlag, der ist weg. Jetzt meinst du hier einen Ass in der Hand. Der ist jetzt voll da. Fokussiert. Hat sich reingepusht, reingefightet. Jetzt hier. Ja, komm mal! Aufschlagspiel und da hat er erst 5 zu 4. Das war vielleicht sogar ein wichtiges Aufschlagspiel, denn Roman muss jetzt. Aber der ist natürlich auch ein alter zäher Hund und lässt sich hier nicht so schnell und so leicht abspeisen. Weg. Machen wir eine Klammer, Mosch. Leider die Werbung. Das hat Probleme, der Tennis Darek. Wenn man Probleme hat, Tennis Darek. Tennis Darek, wenn man Probleme hat. Mit Kopf oder Tennis, zu Tennis Darek gehen. Wie gesagt, euch da. Mich interessiert schon mal, was dort in den Flaschen drin ist. Weil ja. Bloß Wasser wird das nicht sein. Das ist ein Ritual immer. Nimm mal einen Schluck. Zaubertrank von Obelix. Zaubertrank von Obelix, aber zu spät. Ich bin leider schon raus. Jetzt das entscheidende Spiel. 5 zu 4 für Darek. Schmeckt lecker, das Zeug. Schauen wir mal, wer hier jetzt nervenstark ist. Und nochmal ein paar Körner zuschmeißen kann. Ich denke, Darek wird sich pushen, Darek wird fighten. Er will das Spiel jetzt. Roman, keine Ahnung, wie er drauf ist. Hat wie gesagt schon schweres Viertelfinale in den Beinen, schweres Achtelfinale in den Beinen. Beides lange Matches gegangen. Was? Leichter Fehler vom Roman. Mit der Vorhand. 15-0 da. Ich muss jetzt hier ein bisschen aggressiv spielen. Er lässt den Roman machen. Spielt die Bälle einfach mal zurück und sagt, Kumpel, mach du mal. Du musst das Aufschlagspiel gewinnen. Ich leg eins vorn. Klappt wunderbar bis jetzt. Aber ist ja natürlich auch ein alter Hase, der da. Traut er sich, der Roman, hat er Selbstvertrauen. Kann er ja auch. Gute Spiele gemacht heute. Gutes Turnier bis jetzt gespielt.
wieder diese Rückhand. Kreuzgefährlich. Schöne Winkel, flach übers Netz. Frag mich, wo er die herholt. 30 Beine. Total enges Match hier. Total enges Match. Aus. Keine Ahnung, was er sagt. Match bei Darek. Aber das ist er. Da kann er auch abwählen. Der Roman. Wir haben es schon gemacht heute. Oh, was für ein Spin und. Oh, das war's. Grandioses Match. Beide gefaltet, wie verrückt. Hier ist die Kamera, Jungs. Ja, Darek feiert sich. Keine Ahnung. Mein Gott. Super Spiel. War das ein. Sehr gut. Ja, Darek, hast du dich wieder über den Kampf in das Match reingespielt? Genau, was heißt das? Herz und Seele, oder? Ja. Beide sieht man nicht. Beide sieht man nicht. Auf dem Platz sieht man. Auf dem Platz. Das ist genial. War das schwache Spiel. Die Schläge waren kurz, Rückhand kurz. Die Vorhand könnte ich nicht durchziehen. Aufschlag war nicht schlecht. Ich habe mich entschieden, die ersten Spiele mit Kick aufzuschlagen. Mhm. War eigentlich keine schlechte Lösung. Dann habe ich ein paar Mal probieren, flach, schnell. War auch gut. Rütteln war scheiße, dann habe ich mir entschieden, komm, greif ein. Spiel den Rütteln etwas aggressiver. Das richtig. Hat geholfen. Haben wir gehört. Mr. Kameramann, Thomas Fuchs, danke. Gerne, bitte. Ein schönes Finale wünsche ich dir, ja, Darek. Danke.